damit können wir es auch vergessen. Wie wäre es, wenn wir einmal mega stabil bauen? Nee, nee, das wäre zu heftig. Wie sieht es denn damit aus? Wäre das noch zu heftig? Wahrscheinlich ja. Wir werden zuerst mal nur gucken, wie der linke Seite zuerst mal. Da bricht das schnell zusammen. Was denn, wenn ich das nach unten hin mache? Muss man auch gucken, ob das überhaupt... Ah, da wird das zu viel belasten. Und jetzt? Na komm, wir übernehmen das mal da drüben hin. So. Ja, so. Ja. Oh, das reicht. Oh, wir haben jetzt schon all das Geld ausgegeben. Wir nur mal sehen. Bis jetzt läuft. So ist es auf jeden Fall stabil genug. Nur halt nicht da. Was denn, wenn ich das so ausstütze? Den Rest nur mit normalem Holz? Da bricht es zusammen. Dann mal gucken, dass das eher aushält. Nee. Das tut's auch nicht. Was ist denn, wenn man dann solche Seile macht? Und halt nur für die. Das ist auch zu viel, weil es kann ja nicht durch Seile gestützt werden. In dem Sinne. Zumindest nicht in dem Sinne. Auch wenn das jetzt nur ein Dings ist. Ja, das ist zu viel. Wirklich, wenn es nur ein einzelnes. Also muss man dann so viel ausgeben für ein einzelnes Dings. Aber dann ist das wenigstens genügend gestützt, ne? Oder nur gerade so. Was, wenn ich stattdessen das eher so mache? Auch zu viel. Ja, so ist es ja gar nicht mehr. So, das ist wenigstens noch eine stabile Lage. Ich hasse das. Diese Missionen sind echt am schlimmsten. Muss man echt schon so betonen. Oh. Warum fällt mir das jetzt ein?
Oh. Oh. Ah, ja, natürlich, ne? Da hätte man ein bisschen kommen können, ne? Solche Art von Ideen. Es ist halt nur die Frage, wie weit das immer aushält. Könnten wir ja die Mega-Dings da hinbauen. Müssten wir halt nur noch alles auf Seile. Es ist halt nur die Frage, ob das alleine ausreicht. Ist das zu viel, zu viel? Ist das immer noch zu viel? Muss ich das so nach unten hin? Da. Nein. Das reicht aber auch nicht aus vom Geld her, aber ist mir scheißegal erstmal. Und dass da hier eher die Methode ist. Damit kann man es überleben. Das ist das Wichtigste. Das will ich noch überlegen. Kann man da noch was tun? Was ist, wenn ich stattdessen die Dinger wegmache? Das ist halt jetzt nur gerade meine Frage. Da bricht eher zusammen, ne? Bricht viel eher zusammen. Da müsste man sonst so etwas stützen. Dann haben wir zu viel Geld ausgegeben. So haben wir an Seilen gespart, aber... Ja... Egal, wir haben es geschafft. Fertig. Also so viel werde ich auf... Nicht der 24 Feinde. Was? Mit was? Okay. Das ist auch schon mal ein gutes Grundgerüst. Fertig. Hält alle aus. Sieht ihr? Oh, ich komme langsam an meine Gedankensgrenzen. Jetzt noch ohne Seile, nix. Ohne Stützen diese Scheiße hier zusammenbauen. Oh Mann. Genau, dadurch hält es das. Wollte schon erwähnen, ne? Genau. Sind das genug? Wie viele sollen wir zerstören?
Oh, dann können wir das da auch so stützen. Etwas härter. Sollte das ja nicht gleich zusammenbrechen. Müssen wir auch an den Außenseiten da einmal ganz zack. Hm, kann man ja doch wenigstens halbwegs gescheit was bauen. Jetzt ist das zu stark belastet. Ich glaube, ich spinne. Was sind jetzt hier zu werden? Also wir können auch uns vorstellen, da drüben brauchen wir gar nicht so viel. Stimmt ja, das muss ja nur irgendwie aushalten. Das tut es ja auch sicherlich so schon. Auf der Seite muss es ultra stabil in Anführungsstrichen sein. Oh. Hm. Natürlich muss es da drüben ein bisschen stabiler sein, als gleich sofort zusammenzubrechen. Das gefällt mir nicht. Das reicht nicht. Okay. Das könnte eher aushalten. Warum bauen wir das jetzt auch mal aus härterem Holz? Das könnte, glaube ich, an sich zusammenbrechen, ne? Lassen wir erstmal alle rüber. Dann mal sehen. Das bricht zu spät zusammen. Das bricht zu früh, mehr gesagt. Zu spät, ne? Ich bin auch schlimm. Dann muss ich das da rüberbringen oder so. Zu viel, ne? Auf jeden Fall so in der Richtung. So, wenn ich das da hier auch richtig mit fetten Dingern stützen würde. Dann ist das gesamte Ding aus heftigstem Holz. Das ist da dann nicht stark genug? Oder stärker? Das ist es nicht. Muss ein bisschen Leichtbau sein. Hier vielleicht Leichtbau. Noch mehr Leichtbau. Leichtbau. Leicht, leicht, Leichtbau. Ist das jetzt nicht zu arg? Das ist zu arg. Das ist zu arg, okay. Um was Besseres. Das sehe ich ein. Ja, es stirbt nicht genug. Doch, es stirbt genug. Fertig. Aber ich will noch ein bisschen ausbessern. Denken Sie hier, oh, schon wieder dieser Mio, schlimm. Das ist zu viel Belastung. Aber das kriegt schon ja. Weil es nicht so schwer das Holz ist. Könnte das die Lösung sein, jetzt einfach leichteres Holz einzusetzen? Ein Millimeter! Wodurch bekomme ich denn einen Millimeter hin?
Nee, das reicht doch ja nicht. Ah. Was, wenn das dann noch oben drüber? Wird dann mehr gestützt nach oben hin? Ah, da wird's mehr verteilt. Dann geht's mehr an die Außenseiten. Jetzt knacksen die zuerst. Jetzt knacksen die zuerst. Jetzt knacksen die Außenseiten zuerst. Ah, weil die sind mit der Bewegung. Das gibt's nicht. Hier irgendwie verstärken. Ja. 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 Du musst das nur halt so hinbewegen, dass es hier weniger Belastung hat. Oh, egal durch welche Konstruktion es das erreicht. Ich glaube, so extrem sind wir auch wiederum nicht. Jetzt knackst das zuerst. Das ist immer dieses Knacks-Wettbewerb, ne? Knacks. Auf der einen Seite so und auf der anderen Seite so. Oh Gott. Tschüss. Was, wenn ich so mache? Geht das dann? Geht das dann eher gut? Wieder ein Millimeter. Ich muss irgendwie was zusammensparen. Was jetzt nicht so notwendig ist. Was ist fucking nochmal notwendig? Durch die Seitenstrebe, durch die fehlende. Wir werden das vielleicht schaffen, vielleicht. Es muss nur nach darüber vom Gewicht. Das würde auch ausreichen, wenn ich so machen würde, ne? Wird sich doch. Ich weiß nicht mal. Wir gucken mal. Das so sich anders ausstaziert. Auf 1 Millimeter. Was, wenn das höher? Das so gesehen auf demselben Seitenverhältnisniveau. Hallo. Danke. Dadurch ist das da ein bisschen ausgeglichener, aber dann geht es doch mehr nach außen, ne? Sind alle drauf. Da drüben muss es schwächer werden. Da drüben muss es noch schwächer werden.
gut, wir haben den Punkt. Wir haben den Punkt, den wir da drüben erreichen wollten. Jetzt muss das hier noch unter Lasteindruck dann einfallen. Unter zu viel Last. Aber das darf nicht zuerst brechen. Das bricht zuerst. Oh, ich glaube, ich spinne. Also wenn wir das so ein bisschen mehr stützen. Ist das denn besser gestützt? Dann haben wir doch ein bisschen mehr so Verteilungsstütze. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. Halten das immer noch aus. Immer noch aus. Immer noch aus. Immer noch.